Ja, irgendwie sowas in der Art. Oh, wir können ja mal zurückgehen und Memory spielen. Lass dich immer verkacke. Ich an der Stelle nochmal sagen. Ich verkacke dieses Memory-Spiel andauernd, weil ich mir nichts merken kann. Okay, ist hier vielleicht eine Blume? Nee, ist keine Blume. Ich bin einfach zu schlecht. Ja, gut, was soll ich das denn, Mann? Gut, egal. Okay, jetzt stirb doch einfach, Mann. Manchmal sind ja auch noch, genau, manchmal sind ja auch noch andere Gegenstände versteckt, wenn man sie unbedingt mitnehmen möchte. Aber ich brauche das jetzt nicht. Ich bin sehr froh, wenn ich meinen Tanuki-Anzug habe. Es ist ja noch nicht mehr der Tanuki-Anzug. Den Tanuki-Anzug gibt es erst, ja, und das ist nicht spoilerfrei, erst später in dem Spiel. Noch sind wir normaler Waschbär. Das war ja bei Super Mario 3D Land auf dem Nintendo 3DS, war das ja alles noch ein bisschen anders gewesen. Da war alles anders, ne, da ist alles anders. Da muss man halt, wenn man die Feder einsammelt, gleich sofort mit diesem blöden Tanuki-Zug herumlaufen. Da haben sie sich nichts großartig draus gemacht. Da gab es ja, wegen diesem Tanuki-Anzug gab es da ja irgendwie ganz große Beschwerden. Ich weiß nicht mehr, welche Company das gewesen ist. Aber irgendeine von diesen Tierschutzgemeinschaften. Die ist ja völlig drauf und dran gewesen, die da in der Luft zu zerfetzen von Nintendo. Aufgrund dessen, dass wenn Mario eine Feder einsammelt, dass er dann einen Tanuki-Anzug trägt. Die haben das so dargestellt, als würde er jedes Mal, wenn er so einen scheiß Federanzug haben würde, als würde er irgendwie die Tanukis da irgendwie auseinanderreißen oder sowas. Ich weiß nicht, was mit denen da los war, ey. Aber hier haben sie da noch so ein witziges Spiel gemacht. Das fand ich echt witzig. Da musste man Mario hinterher rennen als nackter Tanuki ohne Fell und man musste ihn irgendwie töten oder so. Keine Ahnung, weil... Weil irgendwie blutet der voll derbe. Irgendwie hat das Fell die ganze Zeit derbe blutet. Ich weiß nicht, warum Fell blutet, aber... Naja, das war ein ganz witziges Spiel. War einfach nur sinnlos brutal und ich glaube nicht, dass es Sinn der... Company war, alle zu verschrecken mit ihrer Brutalität. Ich glaube, damit hatten sie schon damit zerschissen gehabt. Einfach nur, indem sie sowas Brutales machen. Ja, und hier sind wir jetzt auf dem Schiff mit dem Boss unterwegs. Der erste ist noch sehr einfach. Der macht nichts Großartiges. Der schießt nur ein bisschen herum und dann hat er auch schon verkackt. Und dann, ja, auch richtig im Moment springen. Yeah. Wir haben einen Zauberstab. Schön gemacht. Hätten wir den auch schon mal. Da frisst er ein Brot, sag ich dazu noch. Naja. Level 1 wäre abgeschlossen. Und wir können uns darüber freuen, dass wir es echt so weit geschafft haben. Ich finde es immer ärgerlich. Wisst ihr, was mich an deutschen Let's Plays echt ärgert? Und das hört sich jetzt wahrscheinlich echt scheiße an, aber es ist auch mein eigenes Let's Play. Also allgemein, dass wir Deutsch reden. Es ärgert mich echt, dass wir Deutsch reden. Deutsch ist so eine, ich weiß nicht, uninteressante Sprache in diese. Es ist so uninteressant, dieser Sprache zuzuhören. Das ist immer das, was ein bisschen schade ist. Und das ist auch das, was der Alien so ein bisschen versucht. Was er auch immer versuchen muss, wieder rauszureißen. Ich finde, dass diese deutsche Sprache eigentlich sehr schwer zum Zuhören ist. Ich nehme dieses Headset noch nicht wieder mit meinem Aufnahmeheadset auf. Ich versuche heute mal wieder mit meinem Lieblingsheadset aufzunehmen, mit meinem eigentlichen Gaming-Headset. Und versuche mal, das so zu konfigurieren, dass sich das Ganze auch gut anhört. Und dass ich es auch ein bisschen besser habe. Worauf ich aufpassen muss bei diesem Headset ist, dass ich nicht den Spielton zu laut habe. Und dass ich... genau. Nein, und dass ich allgemein das Mikrofon richtig eingestellt und dann denke nachher direkt das Rauschen des Mikrofons zu entfernen. Das ist auch leicht da. Und da muss ich das auch ein bisschen entfernen. Das ist zwar bei den anderen auch der Fall, aber ganz, ganz wenig nur. Und das ist egal. So, hier ist auch was versteckt. Meint doch. Hier ist nicht nur eine blöde Feder. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier reingehen und euch noch einfach für einen, gegen so einen Feuerball euer noch ein bisschen Leben riskieren. Aber lieber ein Leben, sag ich mal, als wenn man jetzt einen Power-Up verliert. Ich meine, ein Leben ist mehr wert. Muss man einfach mal so sagen. Kann ich hier oben eigentlich noch was sehen? Ich glaube, hier oben war auch noch was, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ja. Ja, ja. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir noch mal los und gehen dieser Sache mal auf die Spur. Ja, gut, alles klar. Dann wären wir schon mal hier. Ja, okay, wir machen uns mal den Weg offen und dann gehen wir da mal rein. Ich glaube, ich muss eigentlich einen Beef-Switch finden und das Ding hier aufzumachen, aber wen interessiert's, wisst ihr? Wen interessiert's? Gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was wir hier finden. Einen Beef-Switch! Ha! Welche Uni? Naja, gut, dann sammeln wir mal die ganzen Münzen hier ein. Immerhin, haben wir nochmal ein Geheimnis gefunden und können uns weiter freuen, dass wir Geheimnis finden. Ich liebe es ja, Geheimnisse zu finden in so welchen Spielen. Ne? Es ist ja einfach das Liebste, was ich tue. Das ist auch der Grund, ist, warum ich spiele... Ach, leck mich doch an meinen Tanuki-Schwanz, ey. So, das ist auch das, warum ich das so liebend gerne mache. Immer alles zu 100 komplett. Wenn ich ein Let's Play mache, dann will ich es auch eigentlich immer zu 100% komplett machen. Aus ganz, ganz klar aus, dann bin da jetzt Cryo 4. Einfach aufgrund dessen, weil diese Spiele von einem verlangen, dass man das ganze Spiel nochmal durchspielt und ein anderes Ending zu kriegen.
Natürlich zeige ich da dann nicht alles. Das ist ein bisschen zu viel übertrieben. Aber ich sage jetzt mal so ein paar andere Spiele, wie zum Beispiel Super Mario Galaxy. Da hätte ich euch auch gerne alle grüne Münze, Grünsterne gezeigt. Ich bin auch immer noch mal, immer zwischendurch fängt mich wieder der Gedanke, die vielleicht nochmal nachzuzeigen. Einfach aufgrund dessen, weil das nicht komplett ist, weil ich habe mich jetzt auch ein bisschen abgeregt oder herumgebettelt. Das war ganz schlimm damals. Ich habe damals, habe ich echt eine Zuschauerschaft daran bekommen zum Teil. Die war echt nicht auszuhalten. Das sind so Leute, die stelle ich mir bei, und ja, damit greife ich jetzt wahrscheinlich ein paar Leute an. Aber das sind so Leute, die stelle ich mir bei German Let's Play vor in der Kommentarsektion, aber stelle ich mir nicht bei mir vor, die will ich nicht bei mir haben, weil aufgrund ihres Tones, wie sie versuchen, Sachen zu fordern, in dem Sinne, dass sie versuchen, Sachen von jemandem zu fordern, wo sie gar nicht das Recht zu haben, es zu fordern. Ich finde das immer ein bisschen verrückt. So, einmal kurz nochmal einen neuen Start gemacht. Oh Gott, jetzt ist er auch runtergegangen auf 30 Bilder pro Sekunde, das wollen wir gar nicht. So, und jetzt hat er sich. Jetzt geht er auf 20 Bilder runter, das ist ja noch gruseliger. Jetzt bleibt er normal. Ja, das ist ja schon mal etwas. Naja, wenn man mit 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt bei dem Emulator, dann braucht er mal ein paar Anläufe. Was ist das Viech hier? Okay, das ist ein Womp oder ein Twomp? Ich weiß nicht. Sind die Twomps, das sind doch, Twomps? Nee, die Twomps, das sind die, die hier. Das sind die ohne Arm und Beine. Und die Wumse, Womps, das sind die mit Arm und Beine. Das habe ich immer gerne vertauscht, weil ich hätte es immer gerne andersrum gehabt. Aber ich glaube, gerade deshalb kann ich es mir jetzt auch so gut merken, weil ich es immer falsch rum gesagt habe. Naja, was will man machen, ne? Hier ist auch noch was versteckt. Ach, verpiss dich doch, du blöder Geist. So, einmal die Feder einsammeln und weiter geht's. Hier müsst ihr jetzt schnell sein, weil sonst werdet ihr einfach zerquetscht. Na gut, so viel dazu. Und jetzt kommt gleich auch schon wieder unser liebster Freund, den wir in dem ersten Level noch gar nicht gesehen haben, weil ich ihn ja übersprungen habe, um diese Flöte zu erhalten. Und zwar ist das, ich weiß noch nicht mal mehr, wie er heißt. Er hat den Namen gehabt. Ich glaube, es war auch wieder irgendwas mit K gewesen. Aber fällt mir jetzt nicht ein. Okay, er ist auch immer ganz einfach zu besiegen. Ihr müsst einfach immer richtig wieder auf ihn rausspringen und er hätte es auch schon gehabt. So, und fertig ist. Somit ist dieser Keeper, Cooper. Oder war irgendwas mit B? Mit B oder mit K? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht mal, was es hier, welchen Ursprung dieser Kerl überhaupt hat. Ich weiß jetzt nur, dass wir hier rangehen können an diese, also das Pilzhaus. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr das Spiel damals immer zu zweit gespielt habt. Habt ihr zu zweit gespielt? Na, jedes Mal habt ihr euch mit eurem Bruder, eurem Freund, eurer was weiß ich was, habt ihr euch immer darum gestritten, wer dieses scheiß Pilzhaus kriegen darf, wer hier was einsammeln darf, ey. Das ist einfach so viel Spaß, man. Wenn ihr alleine spielt, dann könnt ihr eh einfach alles haben. Aber naja, da fehlt halt auch irgendwo der zweite Mitspieler und da seid ihr forever alone, wisst ihr. Das ist so ein bisschen scheiße. Na komm schon, gib mir die Kiste. Und die Melodienote finde ich höchstpersönlich jetzt hier unseren Run sehr, sehr unnützlich. Weil wir brauchen diese Melodie. Die Melodie ist dafür da, um die blöden Gegner hier einzustellen. Ich wüsste nicht, warum man gerade will, dass diese blöden Gegner, die hier rumlaufen, einschläfern möchte. Ja, verpisst du dich erstmal, du Flammen. Man kann Flammen einfach mit einer Koopa-Schildkröte wegkicken. Das sollte ich mal im echten Leben versuchen. Nehmt euch eine Schildkröte und versucht mal, Flammen mit einer Schildkröte zu, auszulöschen mit einem blöden Koopa-Schildkröte. Mal sehen, ob das funktioniert, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Yeah, komisches Fliegen. Kennt ihr schon komisches Fliegen? Drogen machen. Oh, warte mal, hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist ein P-Switch. Und hier unten müsst ihr jetzt mal gucken, wie viele Münzen hier auf euch waren. Wie viele verdammte Münzen. Und hier ist noch ein Geheimnis. Hier ist noch ein Leben. Okay. Jetzt müsst ihr nochmal schnell hier reinrennen. Oh, verdammt, wir waren hier. Okay, gut. Ich kacke die Schildkröte nochmal rum. Ja, ich hab die nicht getroffen. Sei stolz auf dich. Ja, die Schildkröte wird jetzt verhängnis. Und jetzt sterbe ich gleich noch. Ich sehe schon kommen. Nee, ich will nicht mehr sterben. Okay. Was macht ihr da drin? Das ist eine schwierige Stelle, finde ich. Aber jetzt muss man einfach nur die Schildkröte sein, ihr Ding machen lassen und dann ist man auch sicher. Man muss nur eine Sache wissen, man könnte jetzt dieser Schildkröte noch weiter nach unten folgen und nicht in die Röhre gehen. Und da könnt ihr hier unten noch ganz viele Münzen absahnen. Aber das wollen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir diese ganzen Münzen brauchen. Nehmen wir jetzt uns einfach mal nicht vor, weil wir brauchen die nicht. Einfach mal einen Pilz eingesammelt. Ach, so ein Kack aber auch, ne? Das ist doch echt mies hier. Wir machen das echt so schlecht jetzt mit diesen Münzen-Dingens hier. Wir können ja mal so langsam mal... Hier, was ist das? Das ist ein P-Flügel. Ein P-Wing, wenn man auch so möchte. Oder ein Chicken-Wing. Und mit diesem Flügel könnt ihr das ganze Level lang fliegen, solange ihr nicht getroffen werdet. Da ist so schlecht. Sowas war da oben. Ich glaube, da oben war eine Blume, ne? Und hier irgendwo war ein Pilz, glaube ich auch. Ja, okay, den habe ich richtig. So, irgendwo war eine Blume. Das ist ein Stern. Das ist ein One-Up. Da ist ein Stern, das ist ein One-Up. Da ist ein Pilz. Wenn ich ein Pilz wäre, wo würde ich mich jetzt verstecken? Fällt mich... Nee, war eine Münze. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, wo die Sterne sind. Na gut, wenigstens etwas.
Können wir auch mal verwenden, ne? Wir wollen mal nicht so pingelig sein. Ja, wo ist denn... Oh, ich muss nach unten gehen. Ja, gut, dann nehmen wir uns jetzt mal so einen tollen Pilz und begeben uns jetzt das nächste witzige Level hier. Hier ist das Gimmick ein ganz, ganz besonderes, dass ihr in keinem anderen Level sehen werdet. Und zwar diese Sonne, die ihr seht. Oh Gott, es geht auch gleich schon los. Aber erstmal müssen wir... Ja, ja! Hier, da vorbei. Juhu! Okay, alles klar. Wir müssen erstmal in diesen Tornado. Ach, fick dich dort in dein Knie. Ja, ihr müsst auf diese Sonne immer aufpassen. Die bewegt sich immer in einer lustigen Bewegung hier lang und muss auch sterben. Wir rasen sie einfach ganz schnell durch und lassen dieser Sonne gar keine Chance, uns großartig zu nerven. Ja, ist immer ganz witzig. Wenn ihr diesen Tornado richtig trefft, dann könnt ihr richtig hochfliegen. Das ist immer ganz witzig. Naja, ab zum nächsten Pilzhaus. Wir holen uns nochmal eine kleine Besonderheit. Pick up a box, it's content to help you on your way. So. Ach, Mann. Das ist ja schon wieder da. Ne? Naja, gut. Hätten wir mal wieder einen Pilz. Meine One Pilz ist always nice, will ich an der Stelle mal sagen. Das erinnert mich daran, wisst ihr, ihr müsst wissen, dass ich hier gleich vor diesem Viech gefressen werde. Ich habe meinen eigenen Tod kommentiert.